gegen Bochum. Das klingt doch noch gewaltig nach erster Fußball-Bundesliga. Vor fast genau 4 Jahren, am 1. Dezember 1989, da spielten die beiden das letzte Mal in der ersten Liga gegeneinander. Bochum gewann damals mit 2:0 und einer von damals, der ist heute noch dabei, Roland Dickgießer, der letzte Waldhofbube, auch wenn er schon 33 Jahre alt ist. Er bestritt heute sein 600. Spiel für den Waldhof. Rudi Brückner hat die Ehrung und das Spiel miterlebt. Zum 600. Male heute im Waldhof-Trikot Roland Dickgießer. Mannheims letzter Bundesliga-Mohikaner. Vor dem Spiel wurde der 33-Jährige dafür geehrt. Und als der Regen aufhörte, begann das Spiel eigentlich erst. Allerdings waren da schon 15 Minuten vorbei. Mannheim im Mittelfeld mit Vorteilen. Zeierflanke, Jörg Kirsten mit dem ersten Kopfball. Die erste erwähnenswerte Szene. Weiter Mannheim, Zeier, Wessels, verkürzt. 8000 Zuschauer, sie schüttelten den Kopf, auch Trainer Valentin Herr war nicht zufrieden. Aus diesen Chancen müssen Tore erzielt werden. Mannheim wollte schließlich in dieser Saison aufsteigen. Das ist schon lange das Ziel nicht mehr. Das Ziel heißt Klassenerhalt. Dann gab es diesen Freistoß. Norbert Nachtwey. Zu seiner Frankfurter Zeit hat er hier aus diesen Szenen meistens Tore erzielt. Die erste Bochumer Chance. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Kari Laukkanen kann sich gegen Peter Peschel auszeichnen. Die Sonne schien und das war es dann auch schon in der ersten Halbzeit. Nochmal die Wiederholung. Auch hier hätte natürlich ein Treffer dem Spiel sicherlich gut getan. So blieb es zur Pause beim 0:0. Der Tabellenführer erschreckend schwach. Diese Szenen hier zeigen es deutlich. Im Abschluss endlich mal ein Schuss hier. Aber dann war auch der Torwart Kari Laukkanen da. Gegen diesen Mann, dem Isländer im Bochumer Trikot. Thordur Guðjónsson mit Namen. 53 Minuten waren hier vergangen. Und dann wurde die Harmlosigkeit dieser Begegnung noch gesteigert. In der Schlichtheit war sie allerdings kaum zu überbieten. Diese Szenen müssen Sie ertragen, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich das an. Zweitliga-Fußball im November. ...8000 Zuschauer hatten übrigens Eintritt bezahlt für dieses Spiel. Etwas mehr als eine Stunde jetzt vergangen. Und endlich mal wieder ein Schuss. Endlich, das muss man betonen, ein Schuss. Diesmal von Hecker. Und Sie haben es gesehen, Wessels hält sicher. ...70 Minuten vergangen. Mannheim im Mittelfeld immer noch mit Vorteilen. Bochum spielte nicht wie ein Tabellenführer. Sie fingen die Bälle zwar ab, aber sie verloren sie ebenso schnell. Ein grausames Spiel. Und dann ein Foulspiel von Stöver an Hecker. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Manfred Schmidt. Korrekte Entscheidung. Elfmeter. Die 74. Minute. Jetzt hieß das Duell Jörg Kirsten gegen Andreas Wessels. 1:0. Wessels ahnte die Ecke, aber er war nicht lang genug. 1:0. Von verdient will ich gar nicht sprechen, weil beide Mannschaften schlecht spielten. Aber Mannheim führte. Die 74. Minute. Dann gab es noch eine hektische Schlussphase. Wieder Mannheim mit Michael Zeier, noch dem Besten im Team. Wieder Kirsten. Hinaus. Und ein unnötiges Foulspiel von Michael Köpper gegen Wegmann. Rote Karte. Und was macht Andreas Wessels jetzt? Er schubst Köpper hin. Auch das unnötig. Auch das eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Wolfgang Schmidt vom SV Asbach in der Nähe von Bad Hersfeld. Vielleicht hätten die Akteure so ein Schnäpschen nehmen sollen, dann hätte der Schiedsrichter nicht die Karten ziehen müssen. Also 10 gegen 10. Und wer ging ins Tor? Andreas Wessels tauschte das Trikot mit Sven Christians. Während wir hier nochmal die Zeitlupe des Fouls sehen gegen Wegmann. Das war eindeutig zu heftig.
Und jetzt tauschen sie die Trikots. Alles dauerte sehr, sehr lange. Niveaulos das Spiel. Ich wiederhole es gerne. 10 gegen 10 und dann gab es noch eine Chance für Mannheim durch Michael Zeyer. Aber auch dieser Schuss ging daneben. Typisch für diese Begegnung. Ein erschreckend schmieses Spiel gewinnt Mannheim gegen Bochum 1:0. Und eines sei auch deutlich erwähnt, nicht Schiedsrichter Manfred Schmidt war schlecht, sondern 22 Spieler auf dem Feld. Die Ergebnisse des 16.